Yay. Kuckuck. Andy, man merkt einfach so arg, dass ich meine Tage habe. Warum? Ich habe mir gerade einen riesigen Bottich süßen Pudding angerührt. Alter. Ja. Also ich bin einfach... ja, keine Lust auf irgendwas. War gut. ich habe auch meine Tage. Ach, wir sind Brüder im, im selben Leid, ja. Okay. Ja. Also, oh lol, das ist eine Kombi. Guck, Kruzifix und Räucherstäbchen, Alter. Ach du Scheiße. Thermometer machen wir ja eh alle. Und Gruppengeist. Der Richard Miller. Richard Miller, Gruppengeist. Okay. Let's fetz. Schatz, hast du auch deine Tage? Ja, total. Du hast jeden Tag deine Tage, ne? Ja, heute ist auch so ein Tag. Also das ist schlimm, weil Männer haben dann irgendwann jeden Tag ihre Tage. I'm ready. Ich auch. Fetzte. Woo! Oh Scheiße, ich hab... Was hast du? Was hast du? Ich hab die Kamera vergessen. Taschenlampe. Achso, ja, die ist wichtig. Hier, das ist das Haus, was ich heute Morgen erzählt habe, die Story. Und zwar war das Ding da hinten in diesem kleinen Räumchen, hier drinne. Und hier hast du halt einfach gar nichts an Licht oder so. Da war es. Ja, das ist... Ah, wie unheimlich. Ja, Mann. Also hier ist es jedenfalls mal nicht. Nö, hier sieht alles recht sauber aus. Läuft gerade die Treppen hoch und runter, nein, oder höre ich nur die Schritte? Ich bin unten. Also hier unten ist alles sauber. Also auf der Seite. Oh, die ist hier oben. Oben! Okay. Temperatur? Welche? 9, 7, 8, 6, 9. Ja, hier in diesem Raum. Also hier im Flur. Oben. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ja. Okay. Also alles ablegen hier. Okay. Schmeiß hin. Ja, ja, ich leg jetzt hier alles hin. Auch den Reader, den EMF. So, weiter geht's. Neues Zeug holen. Und dann mal schnell die Kälte. Ich hab den Bewegungssensor angebracht. Gut. Ich hol Buch und Cam auch. Eine hinten hinstellen und eine vorne. Von der Treppe aus und von ganz hinten. Ja, ich geh nach hinten. Schau, da seht ihr jetzt, wo der Bewegungsmelder angebracht ist. Guckt rechts da aufs Eck, hab ich gepackt. Wenn er auf die Karte guckt. Ah ja, 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 okay, gut. Du kannst den zweiten Sensor noch um die Ecke packen, wenn du magst. Warte, ich mach das. So. Auf geht's, Bitch. Keine Beleidigungen, du weißt. Ich bin noch nicht drin. Egal, das trifft uns genauso. Wer stellt... Oh, Tatsache, ja, Gefrier. Ich stell die Kamera hier an den Eingang. Ja, ich stell meine hinten hin. Huch. Schreib in das Buch, bitte. Schreib in das Buch. So, und wieder runter.
Orbs gucken. Licht hat oben ausgelassen. Ich glaube, Licht ist aus. Ja, ich mache hier unten auch noch ein paar Lichter aus. Oh, das war falsch rum. Noch keine Anzeichen für Orbs. Sind beide Kameras sind an, ja. Aber Orbs erkenne ich keine. Okay, ich trage schon mal Gefriertemperaturen ein. Das haben wir ja. Perfekt. Diesmal haben wir die echt gut hingestellt, ey. Jo. Wer hat die Geisterbox? Ah, da liegt sie. Okay, hab sie. UV-Lampe bräuchten wir noch. Vor Ort. Ich lauf gerade mit dem Knicklicht hin, aber wir brauchen auch die Lampe, ja. Noch 10 Sekunden. Schreib ins Buch, bitte. Schreib ins Buch. Bitte schreib ins Buch, mein Freund. Wow, okay, danke für die Tür aufmachen, aber bitte schreib noch ins Buch. Danke, tschüss. Oh Gott, ich hab hier die Geisterbox schnell. Bist du hier? Rede mit mir. Bitte rede mit mir. Bist du hier? Bitte yes antworten. Bist du hier? Bist du hier? Oh, ich glaube, Orb. Nein, das war dein Atem. Ich sehe den Atem auf der Kamera. Ich dachte, es wäre Orb, aber es ist dein Atem. Okay, warte, ich hole die nächste Fuhre an Zeug. Ich nehme jetzt das UV-Licht und das Kruzifix, glaube ich. Ich habe das UV-Licht. Ich habe das UV-Licht gerade als nicht. Achso, also du hast die Türen angeguckt und ja, da war nicht. Am Schalter, ja. Warten wir mal ab, ob hier vielleicht irgendwie ein Sensor angeht, aber da passiert gar nichts. Aber warte mal, was wir machen können schon, ist das Kruzifix, das Ausräuchern, das mache ich eben. Weil wir wissen ja, wo. Wenn wir erst warten, bis wir richtig, Aktivität hatten. Weil sonst passiert ja jetzt erstmal gar nichts mehr. Wir machen einfach nur, also ich will es nur ausräuchern und dann nehme ich es direkt wieder mit. Okay, gut. Genau. Weil dann gehe ich gerade mit, dann gucke ich nochmal wegen. Genau, auf Türen, Lichtschalter, Fenster. Ja. Ja. Hast du das Licht da drin angemacht? Das war doch aus vorhin. Oh. What the fuck? Ach so, das hier drin ist die ganze Zeit an. Also das hier ist die ganze Zeit an. Okay. Guck mal auf die Tafel, ob ich gleich ausräucher. Ich leg das direkt hier in die Ecke. Hi. Und? Nein. Oh, da hat wieder was gebrannt. Gebrummt. Wie ein Handy. Also meins war's nicht. Ich schmeiß die Räucherstäbchen eben hier unten hin. Er hat was gesagt.
Box. Okay. Ich habe aber nicht gesehen, was. Gespenst, Mara oder Dämon? Okay, gleich mal einloggen. Ja. Ich hol das Kruzi. Dämon wäre Buch. Buch. Okay, ich nehme nochmal das UV-Licht mit und das Kruzifix. Also UV passiert gar nichts, vielleicht Salz oder sowas, aber das nutzt ja gar nichts. Mm-mm. Abdrücke, Buch oder... Das mit dem Ausräuchern jetzt nicht geklappt hat, das ärgert mich ein bisschen. Aber wir haben noch ein Räucherstäbchen. Das hebe ich auf. Ja, Abdrücke, Buch oder Orb. Okay, ich schmeiß das Kruzifix oben hin. Ey. Wie wir beide hier mit dem Kruzi. Ja. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ich hab's gar nicht verstanden. Aber welche Tür geht hier die ganze Zeit auf und zu? Oh, da ist eine Schublade auf. Okay. Welche Türen gehen hier auf? Die ist zu. Die ist zu. Wow. Hat das Kruzi gerade was gebracht? Jetzt? Nö. Kein Kruzi. EMF 2. Aktivität 4. Ja, die Aktivität, also wir hören es am EMF, wenn er aktiv ist, tatsächlich. Das ist geil. War das ein Gruppengeist? Mhm. Schreibensbuch. Bist du hier? Sprich mit uns. Hello, hello. How are you? Hier ist irgendwo ein Radio. Radio irgendwo an. Hier. Mach mal auf. Habt ihr immer noch kalten Atem in dem Raum? Oder nicht mehr? Ich kann es nicht ausmachen. Nee, du hast keinen kalten Atem. Es geht nicht aus. Vielleicht ist er auch in dem Raum. Ist er in dem Raum? Nee, er hat immer noch keinen Atem. Deswegen habe ich gesagt, dass du den noch hast, aber den hast du nicht mehr. Den hast du nur hier drauf. Mit der Kamera. Boah, das macht mich wahnsinnig. Mach mal den Tank neben dir mal spaßhalber auf. Hey, hey, oh mein Gott, er hat hey gesagt. Hey, 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 Kruzifix in dein Face. Oh, jetzt, hey. Jetzt steigt die Aktivität. 8, 8. Oh, weg, 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 weg. Oh mein Gott, das war in my face. In my face.
mal Spaß, jetzt einfach die Schranktür auf. Wer ist im Schrank? Geist ist im Schrank. Hat Kruzifix einmal geholfen? Nein. Ey, ich hab Kruzifix überall hingeworfen, ne? Der ist wirklich im Schrank. Die Aktivität, die schlag alles hoch, als du die Tür aufgemacht hattest. Der hat nochmal hey gesagt, also er sagt nichts Böses. Ja. Ich schmeiß dieses Räucherstäbchen jetzt in den Schrank, ne? Mach das. Erwarte noch, bis die Aktivität wieder runtergeht. Zum Schrank, Ellie. Übel. Okay, Achtung, guckt gleich mal auf die Tafel und hofft mal, dass jetzt. Fingerabdrücke sehen. Stimmt. Kommt dann nochmal mit dem UV. Ja, ich bin unterwegs. Aktivität steigt wieder schlagartig an. Wir sind bei 5. Adult. Okay. Oh, da war's wieder, das Vibrieren des Handys. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Boah, das Radio ist fast gruseliger als alles, ey. Alter. Wieder keine Task completed. Keine Ahnung, was das ist. Also ich habe jetzt nochmal den Gang ausgeräuchert und den Schrank. Am Ende sind wir falsch, ey. Der war in dem anderen Zimmer, hab ich keine Atemwölkchen bei euch gesehen. Du kannst aber noch eine Kamera in das andere Zimmer stellen. Eine dritte haben wir ja. Nein, in diesen anderen Raum, den du vermutest. Mit dem Radio. Achso, ja, okay, warte mal. In der Station. Achso. Wir haben ja so viel. Ja, stell mal noch. Wow, bis hier draußen. Komm, komm. Ellie. Oh, da drin ist er. Ich sehe ihn. Ellie kann uns nicht hören, die Tür ist zu. Oh, fuck, da ist er. Oh nein. Er schreit. Komm raus. Ja, er stirbt da gerade. Warte, ein Foto. Wir brauchen ein Foto. Nee, warte, Foto. Ich hol Foto. Für die Versicherung. Ellie, du hättest er hat voll geschrien. Ich konnte ihm aber nicht helfen. Nee, muss leise sein. Der Geist einhauntet. Ja, gut, sei mal leise. Ich schreck mich dann auch wie Sau. Das Schlimme ist, ich hab den tatsächlich noch durch das Fenster. In der Küche gesehen. Krass. Okay, warte mal. Die Treppe runtergelaufen. Okay, Foto Gott. Gemacht. Sicherung drinne. Warte mal. Warte kurz, ich guck noch mal kurz im Buch. Ist bitte erste Netality. Ist bitte erste Netality. Ich bin noch bei 40%. Alter, wie creepy. Wenn die Tür dann zugeht und man nicht mehr rauskommt. Dann musst du leise sein. Dann wirklich mit dem Gesicht zur Tür stellen. Ja, aber das brauchst du jetzt nicht sagen. Wir müssen. Warte, wir müssen kurz gucken. Ja. Ah, verdammt. Aber warte mal. Ne, eine Sache haben wir noch. Geist von Ellie. Wander mal noch ein bisschen im Haus rum und guck mal, wie der Geist aussieht. Ja. Geist von Ellie. Oh, jetzt wird's schwer. Wollen wir raten?
Wir haben bisher nur... Achso, stimmt. Gefrier- und Geisterbox. Gespenst, Mare und Dämon. Okay, Dämon. Lass mal kurz gucken. Ene mit dem Mister, rappelt in der Kiste. So, Mare war... Eine Mare hat erhöhte Chance, euch anzugreifen, wenn im Dunkeln aufhalten. Ich glaube, es war eben alles dunkel. Ja. Okay. Lichtschrank ist an. Uff. Guck. Da. Warte. Ich hör's ja, dieses Tut. Gespenst berührt nie den Boden, wodurch er nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Giftige Reaktion zu Salz. Das wäre dann noch Fingerabdrücke. Ja gut, ich könnte noch Salz oben hinstreuen. Nee, ich würde es nicht riskieren. Und was war das dritte Gespenst? Achso, Dämon. Dämon. Warte mal, Dämon war ja... Wow, jetzt geht er ab da oben, hey. Party hart, ne? Party hart. Dämon. Es könnte aber auch Ellie sein, der gerade herumwandert. Ach, stimmt. Es könnte auch Ellie sein, der da gerade... Dämon kreist. Ellie, Ellie, bist du das, der da gerade rumwandert? Wenn ja, lauf zweimal durch die Schranke. Ja. Okay, geil. Geil. Dämonen greifen viel öfters an als andere Geister. Das wäre noch Buch. Also Buch ist definitiv nett, es ist kein Dämon. Ja. Mare würde ich fast jetzt behaupten, wegen dem Dunkeln. Und Gespenst, ja gut, Gespenst müssen wir aus. Ich dachte, es ist Mare. Geist von Ellie, wir locken mal Mare ein. Und hoffen. Lauf durch die Schranke, wenn du wenn du es eingeloggt hast. Die Schranke ist total klasse. Ja. Aber ich würde echt noch vielleicht... Ach nee, dann komme ich vielleicht nicht raus. Nee, mach nicht. Ich warte auf das Lichtschrankensignal von Ellie. Locke Mare ein und laufe durch die Schranke. Ah, ist durch die Schranke durch. Wir hat Mare eingeloggt. Gut. Okay, ab geht's. Geil. Morse Code. Dämon. Ein Dämon. Yay. Yeah. Übel. Oh, du hast plötzlich vorgeschrien. Alter, ja, das war so heftig. Ich habe damit null gerechnet. Das war richtig es war richtig gruselig. Es war gar nichts, es war ganz kurz total leise. Mhm. Und auf einmal hat meine Taschenlampe gesponnen, die Tür ist zugeknallt. Boah. Und ich habe gesehen, wie er von oben langsam runtergelaufen ist. Und dann bin ich an die Tür gerannt. Doch! Da bin ich an die Tür gerannt und er ist ganz langsam auf mich zugelaufen. Da hat er mich gekillt, Alter. Was war das für einer? War das ein Kerl? Boah, ja, das sah richtig gruselig aus. So verbrannt irgendwie, da hing richtig Fetzen runter. Boah, richtig eklig, Alter. Germany's Next Top Geist. Ich kaufe jetzt die Kopfkamera. Ba-bam. Ellie, kannst du dein wie viel Geld hast du jetzt gekriegt? Kannst du deine Ausrüstung wieder aufstocken? Ja, du müsstest dein ganzes Geld zurückbekommen haben und sogar ein bisschen mehr. Ich hab 380 Euro. 380 Euro. Das nächste Mal. Einkaufen jetzt. Los. Von allem eins. Also von den wichtigen Sachen.